Hallo Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Final Fantasy XIV Shadowbringer. Wir sind gerade dabei, uns auf den Weg zu machen zu unserem Quartier, um uns auszuruhen. Und wir sind kurz davor, darum dachte ich mir, ich hole euch dazu, sag euch Hallo und ich würde sagen, wir legen nun los, oder? Also, wir legen los. So, hi. Willkommen zurück, werte Dame. Auf der Exatra scheint es ja einen regelrechten Aufruhr gegeben zu haben, wie man hört. Man kann nur froh sein, dass nichts Schlimmeres vorgefallen ist. Bitte verzeiht meine Schwatzhaftigkeit, ihr müsst müde von all den Strapazen sein. Ich vermute, ihr möchtet euch nun auf euer Zimmer zurückziehen, ja? Oh, bitte. Euer Zimmer steht wie immer bereit. Eine angenehme Ruhe wünsche ich. Dankeschön. Ah. Pause. Ah, kleines Nickerchen. Ja, das wär's. Entschuldige die späte Störung. Hier ist Gönnard vom Sternenhagel. Ich störe nur ungern, aber hier will dich jemand sprechen. Ihr habt zusammen gegen die Kardinaltugenden gekämpft. Ich weiß, es ist schon spät. Ich bin gerade zufällig für ein paar Tage im Kristarium und habe von dem ganzen Tumult um den Krieger des Lichts gehört. Da dachte ich, ich schau mal vorbei. Kannst du mir erklären, was hier vor sich geht? Mehr oder weniger? Unglaublich. Was für ein niederträchtiger Geselle dieser Ashien doch ist. Selbst wenn es stimmt, was der Kerl erzählt, es ändert nichts daran, dass er den Körper des Kriegers des Lichts geraubt hat. Die Sache erinnert mich schmerzlich an Branden. Ja. Ich kann nicht einfach zusehen, wie auf dem Ansehen von Branden und den anderen weiter herumgetrampelt wird. Was antwortest du? Ich werde nicht zulassen, dass Adberts Vermächtnis besudelt wird. Ich werde diesem Spiel auch nicht tatenlos zusehen. Vertrau mir. Das hört sich gut an, das nehmen wir. Du bist fest entschlossen. Ich sehe es in deinen Augen. So wie ich einst schwor, Melinda und Branden zu rächen, so wirst du Adberts Andenken wahren. Ich schätze, das ist eine Aufgabe, die nur du erfüllen kannst.
Also gut, ich glaube an dich und ich weiß, du wirst einen Weg finden. Aber vergiss nicht, wenn du mich brauchst, werde ich immer für dich da sein. Egal wann, egal wo. Ja, Dankeschön. Verlass mich drauf, nur dass du es weißt. Bye. Unterdessen im Okular. Ein weiterer Fehlschlag. Egal wie viele Fortschritte wir machen, er will und will sich einfach nicht stabilisieren. Wir werden wohl nicht darum herumkommen, mein Blut als Katalysator zu integrieren. Alles in Ordnung, Kristallexarch. Vielleicht solltest du dir eine geruhsame Ruhepause gönnen. Wenn du dich überanstrengst, ist niemandem geholfen, nicht? Es geht schon. So leicht gebe ich nicht auf. Dafür bin ich zu stur. Bitte, lasst uns fortfahren. Nö. Was macht denn der hier? Schon wieder dieser Traum. Ein wiederkehrender Traum? Was seht ihr darin? Ich sehe eine Stadt, die in einem Regen aus flammenden Sternen untergeht. Es ist immer die gleiche Stadt, das gleiche Inferno. Eine Vision der letzten Tage. Wie ungewöhnlich. Ich frage mich, ob womöglich Emmet Selch seine Hand im Spiel hat. Sprich, was weißt du darüber? Oh, wenn es euch interessiert, möchte ich es euch keinesfalls vorenthalten, mein Herr.
Ich muss jedoch gestehen, dass es größtenteils Hörensagen ist. Es geht um eine alles zerstörende Katastrophe, die Apokalypse des Gestirns. Eieieiei, da geht's aber ganz schön rum, Leute, erst. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen mal weiter, Hallöchen. Sage der Krieger des Lichts. Ah, die werte Dame Reis. Ich nehme an, ihr brecht gerade zu einem abendlichen Spaziergang auf. Nicht, dass ich euch nachspionieren möchte. Ich schätze die Privatsphäre unserer Gäste sehr. Es ist nur so, dass mir dieser Stirnenregen nicht ganz geheuer ist, wisst ihr? Er soll zwar keinerlei Schäden verursacht haben, aber man kann nicht vorsichtig genug sein, wenn ihr mich fragt. Aber wem sage ich das? Ihr seid die Kriegerin der Dunkelheit höchst selbst. Wenn jemand auf sich Acht geben kann, dann seid es wohl ihr. Verzeiht meine Aufdringlichkeit. All die Gewohnheiten legt man nicht so schnell ab. Oh, da bist du ja. Genau dich habe ich gesucht. Sei gegrüßt, Historia. Könntest du vielleicht einem alten Bücherwurm wie mir einen Augenblick deiner Zeit widmen? Klar, Moran, was gibt's? Ausgezeichnet. Es gibt da nämlich etwas, das ich auf dem Herzen habe. Neulich, als du auf der Exedra die Wahrheit über Adbert und die anderen verkündet hast. Ich muss gestehen, das war Balsam für meine Gelehrtenseele. Viele verabscheuten die Krieger des Lichts als das fleischgewordene Unheil, doch deine Erklärungen haben ihre Geschichte endlich wieder ins rechte Licht gerückt. Zum ersten Mal seit Generationen wissen die Leute, dass sie in Wahrheit Helden waren. Als dann auch noch Adbert selbst wie aus dem Nichts auftauchte, war ich so perplex, dass ich glatt vergaß, mit dir zu sprechen, bevor du weiterzogst. Um ehrlich zu sein, wusste ich zunächst nicht so recht, was ich von Adberts Auftritt halten sollte. Aber die Leute lauschten seinen Worten wie gebannt. Und als dann auch noch der Sternenregen einsetzte, schien das Wunder perfekt. Bei einigen wurden gar mystische Kräfte geweckt, wie man hört. Nachdem sich der Aufruhr gelegt hatte, warst du jedoch schon verschwunden und ich konnte mich gar nicht mehr richtig bei dir bedanken. Aber nun habe ich dich endlich gefunden. Danke, Historia, dass du dein wertvolles Wissen mit uns allen geteilt und so die Ehre der Krieger des Lichts wiederhergestellt hast. Auch wenn meine Mittel weitaus bescheidener sind als die deinen, zögere bitte nicht, mich zu konsultieren, wenn ich dir meinerseits mit meinem Wissen dienlich sein kann. Was auch immer es sein mag, du findest mich jederzeit im Kabinett der Kuriositäten. Was sagst du? Wenn du schon fragst, ich würde gern noch mehr über die Krieger des Lichts erfahren. Wie ist die Lage in der Stadt? Nimm mir das. Wie meinen? Du möchtest von mir etwas über die Krieger des Lichts erfahren? Wenn es um Adbert und seine Kameraden geht, bin ich mir nicht sicher, ob ich dir noch etwas beirichten kann, dass du nicht schon selbst weißt. Aber mal sehen, wenn es um die Krieger des Lichts im Allgemeinen geht.
Also gut. Ich will sehen, was sich tun lässt. Ich werde alle Bücher, Manuskripte, Schriftrollen und was ich sonst noch so im Kabinett finden kann, durchforsten. Von antiken Schriftstücken bis hin zu fantastischen Kindergeschichten. Soll mir nichts entgehen. Ausgezeichnet. Ich werde mich dann in das Kabinett zurückziehen und alles für die kleine Lehrstunde vorbereiten. Bitte suche mich dort auf, sobald es dir genehm ist. Ihr seid eine gefragte Dame, wie es scheint. Bitte lasst euch nicht von mir aufhalten. Ich wünsche noch einen angenehmen Abend. Dankeschön. Ah, willkommen im heutigen Klassenzimmer, Historia. Ich habe soeben alle Materialien für unsere kleine Geschichtsstunde zusammengestellt. Es war gar nicht so einfach, eine Auswahl zu treffen, denn es gibt wahrlich eine Menge Literatur zu den Kriegern des Lichts. Ich werde mich daher auf das Wesentliche konzentrieren. Hört sich gut an. Eine Geschichtsstunde über die Krieger des Lichts, wie spannend. Hallo Historia, wie schön, dich wiederzusehen. In deiner Abwesenheit hatten wir wie versprochen ein wachsames Auge auf Gristarium. Doch ehrlich gesagt gab es da nicht viel zu tun, die Lage scheint sich vorerst beruhigt zu haben. Also dachte ich, ich stelle ein paar Nachforschungen über Familiare an. Und mein Bruder Herz war so nett, mich zu begleiten. Und da haben wir zufällig eure Stimmen gehört. Ich bin eigentlich wegen einer anderen Sache hierher gekommen. Aber ich würde auch gerne mehr über die Krieger des Lichts erfahren. Hättet ihr etwas dagegen, wenn wir uns dazu gesellen? Aber natürlich nicht. Was wäre ich für ein Gelehrter, wenn ich mein Wissen nicht mit Freude teilen würde? Nun, dann schlage ich vor, wir fangen gleich an. Darf ich euch bitten, es euch unten an einem Tisch bequem zu machen? Ich folge gleich mit dem Anschauungsmaterial nach. Klar. Wenn man sich intensiv mit der Geschichte Novbrands beschäftigt, trifft man in den Erzählungen unweigerlich und immer wieder auf Personen, die als Krieger des Lichts bezeichnet werden. Die Geschichte Adberts und seine Verbündeten von vor 100 Jahren ist wohl bekannt, aber tatsächlich gab es viele vor ihnen, die ebenfalls diesen Titel trugen. Da wären zum einen König Dodwell, der erste Elfenkönig des Seenlands, zu nennen, oder aber auch das legendäre Heldenduo aus Vyburd, bestehend aus dem Dran Rodrof und dem Gadshad Salart. Und keine Liste der Helden Novbrands wäre vollständig, ohne die sagenumwobene Großmagerin Diona aus Ronka zu erwähnen. In älteren Schriften wird auch sie als Kriegerin des Lichts bezeichnet. Das ist vielleicht auch der Grund, warum die Leute so schnell Adberts oder besser Elidibus Aufruf gefolgt sind. Krieger des Lichts gab es immer wieder, und zwar schon weit vor Adbert und seinen Getreuen selbst. So ist es. Früher war es nichts weiter als ein Synonym für Helden. Doch in den letzten 100 Jahren wandelte sich im Zuge der Lichtflut das Bild vom Krieger des Lichts. Seither wird nur noch Adberts Truppe damit in Verbindung gebracht. Und die Bewunderung und Verehrung, die einst mit dem Titel einherging,
wurde durch Angst und Schrecken ersetzt. Wie sich die Dinge doch ändern können. Dies, meine Freunde, ist die älteste Heldensage Nofrans und ihr Protagonist der erste Krieger des Lichts. Der Sage nach bereiste er das Land in einer Zeit, als die Welt in tiefster Dunkelheit zu versinken drohte. Er wird als Krieger gesegnet vom Licht und geleitet vom Kristall beschrieben. Und es heißt, es sei seine Bestimmung gewesen, die Welt vor dem Untergang zu bewahren. Das Erstaunliche ist, dass in den folgenden Zeitaltern immer mehr Helden mit der gleichen Erbbezeichnung in den Annalen der Geschichte auftauchen. Irgendwann schließlich wurden all jene, die sich durch besondere Taten hervorgetan hatten, als Krieger des Lichts bezeichnet. Interessant. Es würde mich nicht überraschen, wenn hierhin eine tiefere Wahrheit verborgen liege. Wie du wohl am besten weißt, ist unsere Bezeichnung Krieger des Lichts auch im Ursprung keineswegs unbekannt. Die Gründe, wie und warum jemand diesen Titel erlangt, mögen vielfältig sein, doch eines ist sicher: Er ist auch bei uns seit Anbeginn der Zeit ein Zeichen der Anerkennung für außergewöhnliche Individuen. Bei dir verhielt es sich doch genauso, oder? Irgendwann, ohne dein Zutun, begann man dich als Kriegerin des Lichts zu bezeichnen, nicht wahr? Was für ein Zufall! Wer hätte gedacht, dass man den gleichen Begriff auf zwei unterschiedlichen Welten findet? Ich glaube ehrlich gesagt, dass das mehr als nur ein Zufall ist. Stellen wir uns vor, in jemanden wird die Gabe erweckt und diese Person vernimmt Heidelins Stimme. Sie weiß, dass sie nun zu den Kriegern des Lichts berufen wurde. Ihr Sein und ihr Handeln sind fortan von ihrer Bestimmung geleitet. Sicher, die Gabe allein macht noch keine Helden. Und es wird wahrscheinlich auch zahlreiche Helden gegeben haben, die nie die Stimme Heidelins vernommen haben. Derlei Unterscheidungen sind für die meisten auch absolut unerheblich. Einzig die Daten zählen. Es ist daher leicht vorstellbar, dass der Begriff Held und der Titel Krieger des Lichts im Laufe der Zeit gleichbedeutend werden. Klingt einleuchtend. Die Frage ist, ob das gleiche Phänomen in allen Welten vorkommt oder nur hier und im Ursprung. Was sagst du? Eines ist sicher, Heidelin nannte mich ebenfalls Kriegerin des Lichts. Namen sind nur Schall und Rauch. Und ich dachte, ich sei einzigartig. Nimm mal das Erstere. Wirklich? Ich selbst hatte nie die Ehre, die Stimme Heidelins zu hören. Und doch spüre ich sie in mir. Vielleicht wegen Minfilia. Wie dem auch sei, wenn das Ganze wahr ist, kann ich mir vorstellen, dass den Ashians gehörig gegen den Strich gehen dürfte. Schließlich bedeutet es, dass die Leute unweigerlich Heidelin und das Licht mit Rechtschaffenheit und Wohltat verbinden. Das muss Salz in ihre Wunde gestreut haben. Auch wenn das alles hochinteressant für einen Gelehrten wie mich ist, ist meine Anwesenheit vielleicht gerade unangebracht. Aber nicht doch, Moran. Du bist genau richtig hier. Dein Vortrag über die Krieger des Lichts hat uns wirklich viel zu denken gegeben. Oho, hat jemand Krieger des Lichts gesagt?
Ricky Dio, alles in Ordnung? Meine schönen Bücher. Hatte ich euch nicht gesagt, dass das hier kein Spielplatz ist? Das gilt auch für euch beide, Akil und Alberl. Seid bitte umsichtiger. Tut uns wirklich leid, Meister Moran. Bist du nicht? Die Kriegerin der Dunkelheit. Ich heiße Rigvi, Rigvi Dio, und ich will auch die Welt retten. Bitte sag mir, was ich tun muss, um eine Heldin zu werden. Wie es ausschaut, werden wir eine kleine Mini-Heldin bekommen, aber erst das nächste Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen in Final Fantasy XIV Shadowbringer. Bis zum nächsten Mal. Ciao!